Herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Erklärvideo rund ums Wissensmanagement. Dieses Mal geht es um die Frage, von wo aus in der Organisation das Wissensmanagement gesteuert werden soll. Hierbei kann es schnell zu Revierrangeleien zwischen den einzelnen Bereichen kommen. So ist es denkbar und in vielen Organisationen auch tatsächlich der Fall, dass Wissensmanagement in einem bereits vorhandenen funktionalen Bereich wie dem IT-Bereich, dem Personalbereich, der internen Kommunikation anzusiedeln. Der Vorteil ist, man nutzt vorhandene Strukturen, es müssen keine neuen Strukturen oder neue Stellen geschaffen werden. Der Nachteil, das Wissensmanagement erhält oft eine entsprechende Prägung. Das heißt, ist es im IT-Bereich angesiedelt, ist es auch oft ein sehr technikgetriebenes Wissensmanagement. Ist es eher im Personalbereich angesiedelt, konzentriert sich das Wissensmanagement oft auf Maßnahmen, die nahe bei Themen der Mitarbeiterentwicklung liegen. Das Wissensmanagement hat es schwer, sich tatsächlich als ganzheitliches Wissensmanagement in der Organisation nachhaltig zu etablieren. Nicht nur, weil die Bereiche eine gewisse Prägung vorgeben und natürlich auch bestimmte Qualifizierungen und Kompetenzen vorhanden sind, sondern auch, weil die Akzeptanz oftmals fehlt, wenn zum Beispiel ein im IT-Bereich angesiedeltes Wissensmanagement eine Maßnahme implementieren möchte, wie zum Beispiel eine Kompetenzmatrix oder einen Lessons Learned Prozess, die im engeren Sinne mit IT nichts zu tun haben. Eine andere Möglichkeit ist es, das Wissensmanagement ebenfalls in einem schon vorhandenen Bereich im Unternehmen anzusiedeln, der aber eher ein Querschnittsbereich ist. Zum Beispiel das Qualitätsmanagement oder die integrierten Managementsysteme oder vergleichbare Bereiche. Vorteil auch hier die Nutzung bereits vorhandener Strukturen plus der Vorteil eben die Organisation breiter durchdringen zu können. Eine andere Möglichkeit ist das Wissensmanagement als ganz eigenen Bereich, zum Beispiel als eigene Stabsstelle in der Organisation zu etablieren. Vorteil auch hier wieder die breite Durchdringung, die gute Möglichkeit, das Thema ganzheitlich anzugehen, weil eben keine, ich nenne es jetzt mal, funktionale Vorprägung besteht. Großer Nachteil oft hier die Akzeptanz. Stabsstellen werden in der Organisation doch oft als abgehobene Institutionen wahrgenommen, denen ein wenig die Bodenhaftung fehlt. Und tatsächlich ist es ja in größeren Organisationen auch oft schwierig, genau diese Bodenhaftung herzustellen, wenn man ganz originär als reine Stabsstelle agiert. Eine weitere Möglichkeit, die oft von Unternehmen oder Organisationen wahrgenommen wird, ist Wissensmanagement tatsächlich als Art Matrixorganisation zu etablieren, also über die Bereiche hinweg, dann aber nur als temporäre Projektstruktur. Das heißt, als interdisziplinäres Projektteam, aber nur in einer Phase der Implementierung. Hier stellt sich dann die Frage, ja, aber was passiert mit dem Wissensmanagement, wenn das eigentliche Einführungsprojekt abgeschlossen ist? Wer kümmert sich dann langfristig und nachhaltig verantwortlich um dieses Thema? Und schließlich auch eine Möglichkeit, Wissensmanagement gar nicht institutionell in der Organisation zu verankern, aufgrund der Überzeugung, dass Wissensmanagement sowieso jedermanns Aufgabe und Verantwortung ist. Hier zeigt die Erfahrung leider, dass genau dieses Jedermanns das Problem ist. Das heißt, wenn eben nicht der Hut des Wissensmanagements irgendwo ganz konkret als Verantwortlichkeit zugeschrieben wird, dann passiert in der Regel relativ wenig. Ja, wie kann man jetzt aus diesem Dilemma entkommen, also eine Organisation tatsächlich auf breiter Basis zu durchdringen, gleichzeitig aber die Bodenhaftung im täglichen Tun, in den eigentlichen Geschäftsprozessen der Organisation zu bewahren? Diese Grafik zeigt ein dezentrales Governance-Modell. Das heißt, in der Mitte gibt es eine Wissensmanagement-Steuerungsgruppe, ein Knowledge Management Office, wie auch immer man das nennen möchte.
Diese Steuerungsgruppe kann nun tatsächlich besetzt sein von einem oder mehreren Mitarbeitern, die Vollzeit-Wissensmanager sind. Sie kann angesiedelt sein als Stabsstelle oder auch beim Qualitätsmanagement oder anderen Querschnittsfunktionen. Die WM-Steuerungsgruppe kann aber auch eine Matrixstruktur sein, die sich zusammensetzt aus Mitarbeitern, die ansonsten in anderen Bereichen des Unternehmens tätig sind, zum Beispiel in der IT, zum Beispiel im HR-Bereich, zum Beispiel im Qualitätsmanagement und die zu einem dezidierten und festgeschriebenen Anteil ihrer Arbeitszeit diese Rolle Mitglied der Wissensmanagement-Steuerungsgruppe mit erfüllen. Diese Steuerungsgruppe wird nun ergänzt durch sogenannte Wissensmanagement-Botschafter oder Wissensmanager. Das heißt, Mitarbeiter in den einzelnen Bereichen, den einzelnen Abteilungen der Organisation, die den Hut Wissensmanagement für ihre Abteilung, für ihren Bereich aufhaben, aber auch zurückwirken auf diese Steuerungsgruppe, indem sie aus ihren Bereichen heraus das Feedback liefern, wie zum Beispiel eine neu konzipierte Wissensmanagement-Maßnahme dort ankommt. Das heißt, diese Wissensmanagement-Botschafter bilden eine Wissensmanagement-Community um diese Steuerungsgruppe herum. Zu dieser Community gehören auch andere Stakeholder aus dem Unternehmen, zum Beispiel Vertreter des Betriebsrates, Mitarbeiter aus IT oder HR, falls nicht schon als WM-Botschafter Teil dieser Steuerungsgruppe, und andere Stakeholder und gegebenenfalls auch externe Experten, externe Berater. Hier ein konkretes Beispiel aus einem Unternehmen, das eine solche dezentrale Governance-Struktur für das Wissensmanagement eingeführt hat und nutzt. Rollen sind hier, natürlich haben alle Mitarbeiter eine Rolle im Wissensmanagement. Die Führungskräfte haben eine Rolle im Wissensmanagement. Dann die schon angesprochenen Wissensmanagement-Botschafter und das eigentliche Kern- oder Steuerungsteam. Wenn man diese Rollen zum Beispiel in der Wissensmanagement-Strategie konkret als Mission beschreibt, hat man den schönen Nebeneffekt, auch das Change-Management damit zu befeuern, indem nochmal diesen Rolleninhabern bewusst gemacht wird, wie wichtig der Umgang mit Wissen für die Organisation ist und wo hier auch die ganz eigene Verantwortung liegt. Also zum Beispiel haben alle Mitarbeiter die Verantwortung, mit ihrem Wissen eigenverantwortlich umzugehen. Das kann nicht an den Wissensmanager delegiert werden. Die Führungskräfte haben die Verantwortung, ihren Mitarbeitern einen Orientierungsrahmen zu bieten, damit diese wiederum eigenverantwortlich mit dem Wissen umgehen können. Die Führungskräfte fördern und fordern aber auch einen guten Umgang mit Wissen. Sie schätzen das Wissen ihrer Mitarbeiter wert, gehen dabei selbst als gutes Beispiel voran und, das ist interessant, das haben bei diesem Beispiel die Führungskräfte sich selbst in die Mission reingeschrieben. Sie stellen die Nutzung der Wissensmanagement-Lösungen sicher. Also nicht die WM-Botschafter, nicht das Wissensmanagement-Kernteam, sondern es ist ureigene Verantwortung der Führungskräfte sicherzustellen, dass die Rahmenbedingungen, die das Wissensmanagement durch bestimmte Prozesse, durch bestimmte Werkzeuge schafft, von den Mitarbeitern auch angemessen genutzt werden. Die Wissensmanagement-Botschafter, ich habe es schon erwähnt, sind Ansprechpartner, Multiplikatoren für das Wissensmanagement, sollen ein positives Image für das Wissensmanagement in ihrem Bereich schaffen, bei der Nutzung der Lösungen unterstützen, also zum Beispiel bei der Einführung von neuen Prozessen oder Werkzeugen, Schulungen geben und Ähnlichem und das Wissensmanagement bei der Organisation weiterentwickeln. Das Wissensmanagement-Kernteam schließlich ist letztendlich verantwortlich für die strategische Weiterentwicklung des Wissensmanagements, dabei auch für das Monitoring, für das Controlling des Wissensmanagements. Sie sind Bindeglied zu externen Stakeholdern, das heißt, sie haben auch die Fühler nach draußen, was tut sich außerhalb der Organisation im Wissensmanagement, wo gibt es vielleicht neue Werkzeuge, neue Instrumente, die wir integrieren könnten, und schließlich ganz konkret koordinieren sie die Wissensmanagement-Community. Ein solch dezentrales Governance-Modell, wie gesagt, hat den großen Vorteil eben,
eine zentrale Steuerung zu ermöglichen, dadurch eben auch ein tatsächlich umfassendes Monitoring und Controlling, einen klaren Ansprechpartner für das Top-Management zu bieten, aber auch für die einzelnen Mitarbeiter und trotzdem das Thema auf eine ganz breite Basis zu stellen und durch diese breite Basis auch eine entsprechende Praxisnähe zu gewährleisten. Und wie gesagt, diese konkrete Formulierung von Rollen unterstützt wiederum das Change Management und unterstützt auch eine nachhaltige Motivation für das Thema, indem zum Beispiel diese konkreten Verantwortlichkeiten und Aufgaben auch in den entsprechenden Zielvorgaben und Stellenbeschreibungen so hinterlegt werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.